Roger. Irgendwas ist hier faul. Noch nicht genug? Bioorganische Waffen sind eine globale Bedrohung. Allen Nationen zusammen, wir tragen die Wahrheit ans Licht. Ich werde alles, um die Fakten offen zu legen, verursacht auf SWR Zeichen fahren. Wenn wir überhaupt eine Chance haben. Ihre Freundschaft war mir immer wichtig. Bleiben Sie, wo Sie sind. Herr Präsident! Das ist alles meine Schuld. Ich habe das getan. Was meinen Sie damit? D-
Die Tall-Oaks-Kathedrale. Ich erkläre Ihnen alles dort, Agent Kennedy. Woher kennen Sie meinen Namen? Ja? Hannigan. Zum Glück sind Sie beide okay. Woher kennen Sie beide sich? Das ist Helena Harper. Sie ist seit letztem Jahr beim Secret Service. Ich bin so erleichtert, dass es Ihnen beiden gut geht. Also, ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich brauche Ihren Lagebericht. Ich hab den Präsidenten erschossen. Wie wir waschen infiziert, als wir ihn gefunden haben. Leon, er hatte keine andere Wahl. Er hat mein Leben gerettet. Gott, steh uns bei. Okay, ich erstatte Bericht. Und Sie machen, dass Sie da sofort wegkommen. Der Virus hat sich schon 3 Meilen über den Campus hinaus ausgebreitet und lässt sich nicht aufhalten. Beeilen Sie sich. Zuerst müssen wir zur Tall-Oaks-Kathedrale. Agent Kennedy hatte eine Spur, die uns vielleicht zeigt, wer hinter all dem steckt. Leon, ist das wahr? Ja, ich glaube, ich habe da was. Verstanden. Ich suche den sichersten Weg hinaus. Bleiben Sie auf Empfang. Ich habe eine Spur? Wenn Sie mit mir kommen, schon. Adam, es tut mir leid. Was ist das Besondere an dieser Kirche? Wollen Sie ein paar Sünden beichten? Es ist kompliziert. Wenn ich es nicht in der Kathedrale erzähle, glauben Sie mir nicht. Sie werden mir alles erzählen, wenn wir bei der Kathedrale sind. Okay? Okay. Roger. Wenn Sie einen sehen, zielen Sie am besten auf den Kopf. Verstanden. Hier sollte der Empfang stattfinden. Jetzt wäre gerade das Dinner serviert worden. Ob es Überlebende gibt? Ich hoffe es. Unfassbar, dass sich alles wiederholt. Es ist wie in Raccoon. Vorfall in Raccoon City. Sie haben ihn überlebt. Ja, ich werde es nie vergessen. Wir gehen zu Ihrer Kathedrale. Aber wenn Sie wirklich was hiermit zu tun haben, war's das mit Ihrer Freiheit. Ich weiß. War das? Finden wir es heraus. Gehen wir.
Da hinten. Alles okay? Der Nebel. Was? Nebel. Wie aus dem Nichts. Liz! Warten Sie, lassen Sie mich! Zu gefährlich. Meine Tochter, sie ist ganz allein, wenn wir nichts tun. Okay, verstanden. Sie können ihr nur helfen, wenn Sie leise sind. Haben Sie kapiert? Liz. Ist das Ihre Tochter? Gut, suchen wir sie. Leon, wir haben keine Zeit, Wir nehmen uns die Zeit. Liz, wo bist du? Wer hat das Licht aufgemacht? Aufpassen. Sie finden. Werden wir. Folgen Sie uns. Vielen Dank. Liz! Liz! Antworte mir. Hier ist Daddy, Liz. Zeit uns wohl noch bleibt, bis diese Leichen auferstehen.
Alles okay? Ja, wenn ich nur meine Tochter finde. Notarm-Handy unterbrochen. Sie muss hier sein. Ganz sicher. Wir müssen den Aufzug wieder in Gang setzen. Ich arbeite hier. Ich habe die Schlüssel dafür. Wenn wir da sind, nehmen wir mein Auto. Danke. So, finden wir Liz und verschwinden von hier. Liz? Liz, bist du das? Papa, wo sind Mama und Liam? Sie sind schon draußen. Sie warten zu Hause auf uns. Wie kommen wir hier raus? Die unterirdische Parkgarage. Der Zug ist da vorn. Hoffentlich funktioniert er noch. Räumen wir das aus dem Weg. Okay. Wie gut, dass Sie hier waren. Alles wird gut, Lizzie. Du kommst wieder in Ordnung. Papa. Wir sind fast da. Liz? Strom.
ist schon tot. Schießt sie! Aber... Müssen sie aber. Entweder sie oder wir. Und sie fackeln nicht lange. Warum musste das passieren? Ich glaube, wir sind hier drin nicht allein. Helena, nehmen Sie die Waffe. Halten Sie sie auf! Das ist wohl unser Signal zum Aufbruch. Sie haben völlig recht. Okay. Dann los. Leon, es ist zu spät. Wir können nichts mehr tun. Sie haben recht. Verschwinden wir von hier.